Die Lage ist nach wie vor sehr ernst, im ostelbischen Bereich eher katastrophal einzuschätzen aufgrund des Deichbruchs. Wir haben nach wie vor sehr hohe Pegelstände. Ich habe sie hier nochmal Ihnen an die Wand werfen lassen. Wir sind immer noch über 7 Meter und es fällt zwar, aber es fällt eben 15 bis 25 cm am Tag. Zurzeit ist der Unterschied zwischen Elbe-Wasserstand außen und dem gefluteten Bereich bei 1,80 Meter. Das ist also ein sehr großer Wasserstandsunterschied. Und das bedeutet, dass bei solchen Unterschieden die Strömungsgeschwindigkeiten immer noch sehr hoch sind. Das fing an beim Anfang des Deichbruchs bei ca. 9 Meter pro Sekunde und bewegt sich jetzt vielleicht bei 8 oder 7 Meter pro Sekunde. Das ist also eine sehr hohe Geschwindigkeit, bei der zum Beispiel eben keine Big Bags liegen bleiben oder andere Verbaumaßnahmen jetzt noch nicht gemacht werden können. Das ist das Problem, dass wir den Deichbruch eben bei diesen Wasserstandsdifferenzen, bei diesen Strömungsgeschwindigkeiten nicht zumachen können. Hier ist der Deichbruch und dann, wie ich schon gesagt habe, gibt es zwei Ströme, die sich da aufgemacht haben. Ein Strom, der dann Richtung Osten geht, über Kabelitz bis nach Wust ran. Hier ist Wust und Melkow. Und über nördlich, der hat sich dann der ist dann nach Norden gegangen und hat sich auf den Trümengraben hier drauf gesetzt. Ja, das war also auch der alte Erkenntnis, der Trümengraben mit seinem Meander. Also es sucht sich quasi die Gräben hier lang. Es sieht nicht so aus, dass es hier weitergeht Richtung Chemnitz. Sehen wir im Moment nicht. Aber Wasser ist auch nicht so zu kalkulieren. Es hatte sich ja eine Weile aufgestaut an der ICE-Strecke. Hier lang geht es dann rübergegangen. Der zweite Strom macht sich entlang der Elbe Richtung Norden auf den Weg. Weiße Warte ist da am Aufräumen. Es fällt nach wie vor das Wasser. Eine Straße wird Richtung Tangerhütte wieder freigegeben, die gesperrt ist. Allerdings bleibt die Straße von Weiße Warte Richtung Demkern noch gesperrt, weil das noch unter Wasser steht. Da sind wir vorsichtig optimistisch, dass wir das vielleicht zum Montag wieder in den Griff kriegen und aufmachen können.